So, und damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Space Engineers. So, jetzt ist er fertig mit Laden. Und wir haben ja letztes Mal so einige Sachen uns erarbeitet, wo wir gesagt haben, Mensch, hey, das wäre doch eigentlich mega geil. So einen größeren Hangar, wo man wenden kann, Türen, die automatisch auf und zu gehen, all solche schönen Sachen oder eine Plattform, die sich dreht. Jetzt ist natürlich nur die Sache, wie wollen wir das alles hinkriegen, während diese Viecher hier sind. Wir haben jetzt erstmal hier unseren sicheren Hafen der Zuflucht gefunden. Und ich muss auf jeden Fall noch mehr Munition craften. Das ist definitiv ganz, ganz, ganz wichtig. Oh, jetzt werden es Button Smashing. Oh, wie das hasse ich. Ich wünschte echt, es gäbe da irgendwas. Aber ich habe es noch nicht gefunden. Wenn ihr was wisst, lasst es mich gerne wissen. Denn das ist echt so ein bisschen nervig. Aber wir machen erstmal das Beste draus, würde ich sagen. Einfach mal. Na egal. So, ein bisschen mehr. Ich würde sagen, vielleicht so 100, dass wir die wieder verteilen können. Und 120, das wäre vielleicht nicht schlecht, weil wir haben, glaube ich, nee, wir haben 10 Geschütze. Das müssten dann auf jeden Fall bei jedem 20 verteilen können, müssten wir schon 200 haben. Also machen wir 200, damit wir jeden 20 Schuss nochmal draufsammeln können. Und ich etwas glücklicher bin. Wobei es mich echt so ein bisschen... Ja, unglücklich, wenn wir schon dabei sind, bei dem Wort. Stimmt, dass ein Hund sich hier innen drin rumgetrieben hat. Denn eigentlich hat hier kein Hund was zu suchen. Ja, ist so. Hier sollte eigentlich nichts passieren. Aber gut, anscheinend ist es so, dass hier drin diese Mistviecher auch spawnen. Sehr, sehr, sehr nervig. Aber gut, okay, es gibt, glaube ich, Schlimmeres. So, Schale mal hier wegpacken. Ich habe gerade noch so eine Schale stehen. Ich hatte eben einen kleinen Snack zwischendurch. Die stand jetzt noch hier so da. Die stört mich. Ihr kennt das vielleicht. Steht nicht alles an dem roten Platz und dann nervt einen das. Ah. Neue Materialien. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. So. Brauchen wir. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das am besten machen. Ich hoffe, das sind wirklich Felsen, aber es sieht mir nicht danach aus, ehrlich gesagt. Nee, es ist Gras. Ha. Ich wollte gerade sagen, es hätte mich jetzt gewundert, wenn das alles Felsen gewesen wären. Es hätte auch ein bisschen seltsam ausgesehen, ehrlich gesagt, aber gut. Da hinten ist es der Alien-Planet, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Ich finde diese Ansicht sehr, sehr hübsch. Also dieser Himmel, den wir jetzt da haben, diese Skybox, die wir installiert haben, finde ich sehr, sehr angenehm. Sieht ein bisschen cooler aus als die normale. Ja, die andere ist halt so ein bisschen zu nichts sagen. So, brauchen wir noch irgendwas? Wir brauchen, Magnesiumpulver brauchen wir. Nur da sollte aber eigentlich genug von da sein, würde ich gerade sagen. Ne? Also da muss genug von da sein. Nickel haben wir auf jeden Fall. Tonnenweise Eisen, ja, ist auch noch okay, aber ich sag mal, wir sind aktuell eigentlich ganz gut bedient. Und ich denke, mit dem Geschützen, so wie wir das hier haben, sind wir eigentlich auch ganz gut dran. So, gucken, dass wir ein bisschen auffüllen und schauen, wo am wenigsten drin ist. Leider, leider, leider lassen die sich ja nicht mit anschließen an unser vorhandenes System. So, das war jetzt so. Splitten wir das mal nochmal 20 draus. Der ist dem ja auch. Wir haben ja gesagt, in jeden soll 20 neue Schuss rein. Halt nicht 30, 20. Wobei wir wahrscheinlich in den einen oder anderen gar nichts reinsammeln müssen. Ich denke mal hier vorne eher. Ups. Ja, guck. Da. Hier kannst du auf jeden Fall ein bisschen mehr reinsammeln. Dadurch, dass hier noch nicht mehr so viel war. Was haben wir hier drin? 8, 89, ja. Das ist halt so ein bisschen die Problematik, dass sich das nicht auffällt. Das würde ich vielleicht gerne nochmal ändern, dass wir dann noch andere Geschütze wählen und es dann entsprechend anschließen an unser System, damit ich dann einfach nur produzieren brauche und er verteilt es dann automatisch. Das finde ich wesentlich angenehmer, aber das müssen wir nochmal ausprobieren. An die Komponenten sollte es eigentlich nicht hapern. So, sich drehende Sachen. Ging ja wieder über so einen Motor wieder oben. Dass man das darüber versucht.
Irgendwo haben sie jetzt geballert. Ich hoffe, es wird gleich mal Tag, dass man ein bisschen besser was sieht. Ha, hier hinten. Guck mal da. Da liegen welche. Ah, Motor, sehr schön. Was hat der andere? Die bleiben auch nicht so lange liegen, ne? So muss dann echt unmittelbar hin. Weil sonst hast du da nichts mehr von. Sonne blendet ein bisschen. Da ist noch einer. Ah, sehr schön. Also gerade über diese Energiezellen freue ich mich riesig, ne? Die sind so wichtig. Und ach, es ist alles voll hier. Sehr schön. Da hat der Generator wahrscheinlich auch nicht produziert. Halt, was ist denn jetzt hier los? Also irgendwas war gerade komisch. Keine Ahnung was, aber ich will es auch eigentlich gar nicht genau wissen. Er powert halt auch nicht rein. Ist nur ein kleiner Generator, aber wenn der läuft, dann läuft er. Und das ist auch ganz gut so. Schwierig jetzt. Wie machen wir das denn? Ja, ich denke, mit einem größeren Hangar muss es nicht unbedingt sein, wirklich mit so einer drehenden Plattform. Das wäre schon ganz okay. Jetzt ist natürlich die Sache, dafür wäre es vielleicht wichtig, dass wir das hier abreißen, dass wir den weit so weit wie möglich nach vorne fahren, am besten direkt in das Ding hier rein. Und dann hier vorne das umbauen können, Schritt für Schritt. Da werden wir dann nach unten buddeln müssen. Und ein bisschen Platz brauchen. Ja. Puh, übel. Wobei ich denke, am einfachsten wäre es wirklich, wenn wir vielleicht die Plattform, also den Motor an so einen Kolben anschließen, dass die Plattform dann nach oben gefahren wird, so ein Stück, und sich dann dreht, weil dann kann ich sie eckig lassen, weil so muss ich sie dann ansonsten rund ausheben. Ja, und dann auch das hier ringsrum halt rund machen, diese Blöcke, oder so rund wie möglich, damit es sich drehen kann. Also es ist am einfachsten wirklich, dass es dann die Plattform nach oben gehoben wird, es dreht sich einmal und fertig ist. Ich denke, das ist am besten. Jetzt bin ich aber nur überlegen, wie wir das am ungünstigsten anstellen. Aber wisst ihr, wir machen einen kleinen Test, denke ich mal. Den können wir ruhig da oben machen. Das heißt, wir basteln einen Kolben. Ich denke, das wird so. Gucken, wo haben wir den denn hier? Ich weiß ungefähr, wie er aussieht. Da ist er. Genau. Ach, dafür brauche ich gar nichts. Das haben wir doch alles. Und ich denke fast, wir sollten das mit dem Sicherheitstor machen, dass wir das in, also das Sicherheitstor dafür nutzen, dass wir das ein bisschen abheben, weil das sind halbe Blöcke. Ich denke, das ist ganz okay. Was brauchen wir? Nur Stahl. Gut, das ist okay. Stahl haben wir auch. Das heißt, dann bin ich da auf der sicheren Seite. Während wir hier nochmal kurz. Und. So, genau. Hier nochmal kurz das Ganze dann aufsplitten. So, halt im Inventar. Genau. 29. Und bei einem wieder 30, also da, wo halt besonders wenig ist. Ich denke mal hier hinten, wo wir hier auf dieser Seite so wenig hatten, schon am Anfang, da werden wir noch ein bisschen mehr auffüllen müssen. Ja, wobei, hier nicht unbedingt, ne, da sind wir ganz gut dabei. Aber hier vorne denke ich mal eher. Mal schauen, ne, hier reichen auch erstmal 20. Was haben wir hier? Da können wir auch. So, hier vorne war ja eigentlich mit am meisten. Das heißt, hier werde ich eben erst nur 15 reinpacken. Denn denke ich, ist das in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. Das ist ausreichend. Keine Chance. Sehr schön. Schnieke. Ja, das kann ich gebrauchen. Gleich zum Bau der ganzen Sachen. Okay. Wie machen wir das? Ich würde fast sagen, wir fliegen den ein bisschen beiseite. So. Kurz umschwenken, dass ich es besser sehen kann.
Genau. Und dann sichern. Wunderbärchen. So, dann haben wir hier ein bisschen Platz. Dann werde ich hier einfach hier einen Kolben anbringen. Mit einer kleinen Mini-Plattform einfach nur. Und dann testen wir das mal kurz aus. Puh, ob das denn dann so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber was brauchen wir? Erstmal Kolben. Ich finde schön, dass man eine Suchfunktion hat, anhand des Wortes das zu suchen. Das macht es auf jeden Fall viel, viel einfacher. Was ist das denn? Sprengkopf. Ach ja, stimmt, man kann ja Bomben basteln. Ja, geht wirklich. Und dann Sicherheitstonne. Ah ja, genau. Da reicht es, wenn wir die nehmen, dann kriegen wir ja alle anderen auch. Das ist ganz vorteilhaft, dass es hier so diese Möglichkeit gibt. Wir sehen, ist nicht ganz so ein normaler Block hier. Das wird auch immer kleiner. Hier dann auch entsprechend. Und dann hier ist halt nicht ein kompletter Block. Ich hoffe, das reicht aus, dass es nicht an dem mit dranhängt. Gut, wenn wir das jetzt kippen. Ja, er hängt nicht. Ja, doch, aber so wird er richtig. Wir müssen es halt mal ausprobieren, ne? Was da denn dann am besten ist. Aber da kriegen wir garantiert eine Lösung hin. Weil zu groß darf die Lücke ja nicht sein, damit man dann auch nicht irgendwo hängen bleibt mit dem Rover. Das wäre sonst echt ätzend. Aber gut, das werden wir gleich mal testen. So. Gucken. Stahlplatte brauchen wir erstmal. Okay, Stahlplatte, Motor. Es ist eigentlich sehr, sehr wenig. Wir sehen. Herstellungskomponenten, Stahlplatte und Computer und großes Ding. Genau, achso, halt, nee. Was war das? Motor nehmen wir einfach mal 20 mit. Stahlplatten, wie viel nehmen wir denn mit? 200? Ah, 200 ist okay. Und dann großes Stahlrohr, ich denke, da müssten wir mit 50 auskommen. Haben wir jetzt alles? Herstellungskomponenten, glaube ich, ne? Ja, ich. Ja, doch, 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 da haben wir alles. Sehr schön, wunderbare Nacht. So, das Ganze ist relativ groß. Wir sehen es unten drunter. Hätte man noch die Möglichkeit, einen Anschluss zu setzen für, ja, für was auch immer. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. So. Ich weiß gar nicht. Ach so, doch, da hätte man hier, okay. Kann man praktisch eine Verbindung herstellen. Das ist natürlich auch Kunst, jetzt eine Verbindung so her zu einem Raumschiff. Also praktisch, wenn man eine Station hat oder sowas. Boah, das ist so ausfällt, so teleskoparmmäßig, so wie bei der ISS. Da gibt es ja sowieso. Es gab jetzt bei dem letzten Update, gibt es ja immer wöchentlich so ein Video, wo die sagen, was sie so im Update bringen jetzt gerade und was halt so ein bisschen, wird ganz kurz mal so ein Sneak Peek gemacht, so was halt so kommt. Und da hat man einen Block gezeigt, der dann halt so aus, ja praktisch so eine runde Oberfläche hat, also ein rundes Element hier in der Mitte. Dann war praktisch hier ein Zacken raus, da an der Seite ein Zacken raus, hier und hier, also vier Zacken, die halt nach oben standen und griffen dann in einen anderen Block, der ähnlich war. Und das schien sich dann halt zu drehen. Da bin ich natürlich. Da kann man auch coole Sachen mitmachen. Ne? Das wäre dann zum Beispiel, dann schließt man diesen Zackenblock da an, der fällt von unten nach oben, schließt sich an den Zackenblock von dem Fahrzeug an, drückt, dann wird das mit dem Pisten hochgedrückt, dreht sich rum, wieder runter und alles ist glücklich. So, schnappt uns natürlich auch das wieder an der Stelle. Ist ja eh alles meins. Ja gut, auf die 40 kommst du mir jetzt nicht drauf an. Da bin ich jetzt mal großzügig. Okay. Gut, wie wollen wir das machen? Am besten so, ne? Ja, das reicht aber nicht. So geht's eher. Okay, jetzt haben wir das Problem. Jetzt kriegen wir das nicht hin. Kriege ich das nur so hin? Ja. Dann machen wir das anders. So, machen wir erstmal hier den. Genau. Ich hoffe, das haut alles hin. So, genau. Hat das ja geleuchtet gerade? Komisch. Ignorieren wir das Leuchten einfach. Ja. Wo sich die Leute momentan so ein bisschen aufregen ist, dass man das mit den Asteroiden halt verändert hat. Bisher war es so, die spawnten irgendwo im Universum und waren dann halt durch das Universum unterwegs und kamen dann hierher. Wobei die Häufigkeit der Asteroiden, die bei einem in der Nähe einschlugen, einfach exorbital viel war.
Das hatte man jetzt eigentlich in einem der letzten Updates ein bisschen verändert. Hat man jetzt wieder mal verändert. Und zwar spawnen die dann im Planeten. Also einfach dann direkt in der Nähe spawnen die. Und je nachdem, wie man das eingestellt hat. Ich habe es jetzt ausgestellt, weil die meisten, so wie ich, regen sich ja darüber auf, dass diese Asteroiden einfach unnötig alles kaputt machen und viel, viel zu häufig drauf vorkommen. Selbst auf der geringsten Stufe. Toll, jetzt haben wir den Motor vergessen. Oh, ist das Mist. Oh, ist das ätzend. Kann ich das hier damit fixieren? Ne, es bringt mir nichts. Oh, scheiße. Entschuldigung, dass ich das gesagt habe. Es hätte doch vorher was sagen können, ne? Der Motor fehlt doch. Ja. Da kann ich jetzt echt nichts machen. Scheiße, echt. Das ärgert mich gerade so ein bisschen. Nicht so lange gedacht, dass der Motor noch dran muss. Also dazu, dass die verschiedenen Komponenten, die da aneinander hängen, müssen dann alle da mit. Mal gucken. Bin echt gespannt, wie das klappt. Ich habe schon so ein paar Türen gesehen, wo das auch gemacht wurde, so eine Art überfordert, so eine Vault-Tür, ne, wo das dann halt nach hinten weggezogen wird und dann dreht sich das Ganze. So, da haben wir noch mal was. Okay, was hat der hier Schönes dabei? Aha, nehmen wir dankend an. Bedanken uns bei dem opferfreudigen Hund. Ein paar Sachen wieder wegschmeißen, würde ich sagen, fast, ne? Genau. Lass mal ein bisschen Platz haben. War hier nicht gerade noch einer? Da hinten ist einer. So, vielleicht hat er ja super krasse Sachen dabei. Magnesium, immerhin, ne? Und das brauchen wir ja für die Munition. Sehr gut, dann bin ich glücklich und zufrieden. So, das hier, wir haben es ja fast geschafft. War ja zum Glück nicht so viel, ne? Zum Glück. Zum Glück halten wir das sehr, sehr klein. Alles andere wäre auch echt mega ätzend. Okay. So, Motor. Ist eigentlich egal, aus welchem wir nehmen. Wir brauchen sowieso genau gleich viel, ne? Das ist eigentlich wirklich vollkommen egal. Naja, so, einfach mal ran da. Los, mach fertig. Hat es nicht auch? Ne, es hat keinen Anschluss. Das war, glaube ich, bei den Verbesserten, ne? Ja, bei den Verbesserten gab es einen Anschluss. Sehr schön. Okay, das ist ja fertig. Und das können wir ja vorher einstellen, von wegen fährt raus, dann das. Das kann man dann ja alles einstellen. Mit verschiedenen Hebeln. Das lässt sich, glaube ich, ganz gut machen. So. Jetzt endlich die Blöcke. Ich mach das. Ne, eigentlich schon. Eigentlich reicht es, wenn ich das so mache. Genau. Jetzt richtig schweißen. Ich bin eher dafür, das halt richtig zu schweißen. Vorsichtshalber. Nicht, dass es dann doch noch zu Problemen kommt, die man hätte vorher vorsehen können. Ich finde es ein bisschen komisch. Aber wir sind Sicherheitstor, das kann viel ab. Das kann sehr, sehr viel ab. Ja, jetzt ist natürlich nur die Sache, verbindet sich das wirklich mit einem anderen Block, wenn er daneben ist? Mal kurz wegmachen. Ha. Schwierig. Ja, echt. Ich bin jetzt gerade überlegen die ganze Zeit, wie wir das am besten testen können. Aber so gefällt mir es nicht. Oh, das könnte gut sein. Aber der ist nicht so wirklich geeignet dafür, ne? Für so ein... das ist eine Ecke. Eine Ecke. Achso, ich sehe es gerade, ne? Obwohl, naja. Na, macht man dann hier so? Aber da hat man echt eine Kante drin, ne? Oh, es ist ätzend. Mist, ey.
Das ist echt nicht einfach. Ja, zumal, wie gesagt, wir sehen die ganze Zeit, es ragt dann bis zum nächsten ran. Also eine gute Lösung ist das nicht. Da müssen wir uns noch was anderes einfallen lassen. Was ist denn hier mit? Nee, die ragen bis daran. Ich wüsste jetzt echt nicht, wie wir das am besten machen wollen. Sicherheitstor. Schade. Dabei sind wir der Lösung des Rätsels ganz nah. Ich spüre das. Wir sind da wirklich sehr nah dran. Ne, bloß hier auch. Es gibt ja keinen vernünftigen Block, den man dafür einsetzen kann, ne? Jetzt gucken wir mal großen Blöcken. Gab es nicht immer große und kleine Blöcke? Gepanzerte Blöcke. Ach, hier gibt es noch gepanzerte. Vielleicht ist da irgendwie ein halber Block dabei, den wir nutzen können. Ne, sieht doch nicht so aus. Hier haben wir kleine Blöcke. Vielleicht haben wir da irgendwas, aber das ist eigentlich auch nichts anderes als das, was wir jetzt haben. Ja, hier wäre große Blöcke, ja. Aber es ist ja dasselbe in Grün. Schwierig, ey, echt schwierig. Hier ist auch nichts, weil ich gerade noch gucke, ob wir vielleicht irgendwo noch eine andere Möglichkeit haben. Aber gab es nicht noch diese Mauer? Warte mal. Warte mal, da fällt was ein. Interne Mauer. Ach ja, das war. Nee, es bringt mir auch nichts. Ätzend. Es muss doch irgendeinen Block geben, den man dafür nehmen kann, ne? Also. Der dann nicht an dem anderen dran heftet, sondern wunderbar einfach. Das ist ja keine Idee. Man könnte natürlich versuchen, dass man. Ich muss kurz auf die 2 gehen. Dass man das hier so macht. Ja. Und hier drüben, direkt daneben, macht man einen anderen Block, der nur eine ganz kleine Rampe praktisch bietet. Aber dann hätte man zumindest die Möglichkeit, das so zu lösen. Wir probieren das mal. Wir werden jetzt mal auch probehalber das denn hier bauen. Genau, und dann. Ja, das kann ich noch ein bisschen runter. Warte. Das wäre dann nämlich. Nee, ist ja gar nicht. Ha, wo ist er denn? Wo ist denn dieser Block? Da ist er. Genau, und zwar der hier. So, müssen wir mal gucken, ob das so hinhaut. Beziehungsweise, wenn ich hier. Nee. Warte mal. Wenn wir jetzt hier ganz normal so einen Block machen, sind die nicht miteinander verbunden. Es gibt nur einen kleinen Absatz. Ich mach den mal kurz fix. So. Und die können auch nicht wirklich verbunden werden. Warum auch immer das so nah dran ist, das wundert mich eigentlich. Eigentlich müsste das. Achso, es ist passig. Es ist passig. So. Okay. Jetzt hier drauf zugreifen und dann auf den Motor. Motor, genau. So. Safety Lock Speed. Ja. Ich bin immer dafür 20 Meter pro Sekunde. Das ist besser. Geschwindigkeit, Rotation. Okay. Ja, ist okay. Und Thrust Limit. Winkelgrenze, das kann man hier mit dann einstellen. Roter Abstand. Machen wir ein bisschen geringer. Müssen wir natürlich schauen. Wie gut das hingehauen hat. Ja, vielleicht noch ein bisschen niedriger, ne? Ja, ja, noch ein bisschen niedriger. Und vielleicht nochmal so. Ah, nicht ganz so viel wie eben.
Das wird sonst, glaube ich, zu viel. Vielleicht so auf. Oder geht das nicht weiter? Es kann jetzt natürlich auch sein, dass das nicht weitergeht. Probieren wir es mal. Wir probieren es einfach. Ne, weiter geht's anscheinend nicht. Okay, gut. Dann machen wir, damit das Ganze nicht abstürzt, einen Abstand von. Achso, nee. Halt kurz. Und. So. Da ist mein Motor. Genau. Machen wir irgendwas um die 10. Hier 9,5. Gucken. Wird es jetzt größer oder? Ja, wird ein bisschen größer. Okay. Dann machen wir wieder runter. Ha. Ich denke, bei 11 sind wir, glaube ich, ganz gut dran. War das letztes Mal auch so? Nee, ne? Da ging doch, glaube ich, noch was. Okay, machen wir nochmal 15. Machen wir nochmal 15. Und gleich 20. Nein! Ja, 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 lass mich schnell rennen. Kann nicht wahr sein hier. Oh. Ach, Glück gehabt, ey. Zum Glück haben wir eine Schleuse. Beziehungsweise eine Schleuse ist ja nicht, aber zumindest ein Eingang. So. Schnell rennen. Angreifen. Fertig. Gleich mal Energie auftanken. Phew. Übel, ne? Ja. Muss ich auch sagen. Da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber ich denke, so auf diese Art und Weise könnte das schon fast funktionieren. Wir schauen gleich mal. So, an den Ecken wäre es natürlich dann so, dass wir dann wirklich so ein bisschen abgerundet das machen. Einfach nur um jegliche. Halt, da müssen wir natürlich das Ganze hier authentisch machen. Das heißt, wir wollen es einmal drehen. Ach, geht nicht, weil es zu weit unten ist jetzt, ja? Okay, 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 kann ich verstehen. Das heißt, Motor wieder nach oben, machen wir wieder auf 0. Muss das ja hinhauen. Hä? Warum geht das nicht? Sag bloß, weil das jetzt da ist. Das wäre ätzend. Okay, machen wir das anders. So, wo habe ich meinen Motor? Mal maximaler Abstand. Hat nicht wirklich was geändert, ne? Nee. Nicht so wirklich. Hm. Gut, dann müssen wir halt hier den Kolben dann. Mal ein bisschen. Also viel ist es auch nicht, ne? Wir sehen das. Was ist denn hier jetzt los? Was soll das denn jetzt? Puh, Geschwindigkeit. Genau, so. Wunderbar. Dann bauen wir die Plattform halt hier oben. Das geht ganz schön weit, ne? Wie viel habe ich denn hier eingestellt, bitte? 10 Meter. Ah, nee, das brauche ich nicht. Hier, komm. Zwei Meter reicht. Na, egal. So. Mal gucken. Genau, das ist soweit das. Halt, nee, so, halt, falsche Taste. Aber wir wollen es ja, wie gesagt, einmal drehen. Ach, Mist. Ja, komm schon, los. So, 3, mhm. Ja, so könnte man das dann halt wirklich machen, ne? So könnte man auch praktisch auch das sagen, okay, wir machen dann eine unterirdische Basis und, dann kann man von hier aus dann entsprechend dahin fahren. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit.
um dann das Fahrzeug halt ein paar Ebenen nach unten, oder das würde locker reichen, ne? Und das ist hier oben, wird dann halt so 10 Meter nach unten gefahren, schwupps, ist es im Untergrund. Ah, das sind reichlich. So, mal gucken, was habt ihr denn dabei, ihr dämlichen Cyberhound-Köter? Aha. Ah, sie sind nicht mehr so häufig, wie das noch vor einer ganzen Weile der Fall war. Da war das echt extrem, also wirklich alle Nase lang kamen die Viecher an. Es hat dann auch wirklich gar keinen Spaß gemacht, muss man ganz klar sagen. Also zumindest bei mir, das, oder für mich vielmehr, hat das halt keinen Spaß gemacht. Wobei, ja, die Seltenheit ist ja auch nicht gerade so wenig, ne? Da hinten ist noch einer. Also es kamen halt mehrere auf einmal an, hier. So. Okay, ich denke, dann haben wir alle. Sehr gut. Okay. Wenn wir das jetzt wieder runterfahren. Motor haben wir, glaube ich, auf maximaler Distanz. Ich weiß es gar nicht. Das Problem ist halt... Na gut, man könnte... Warte mal. Wir werden das doch so machen, wie ich das eigentlich ursprünglich vorhatte. Ich glaube, ich habe da doch eine Lösung für. Also je nachdem, ob er dann wirklich das trotzdem als Block ansieht, so mit diesen grünen Rändern hier, oder ob er sagt, nee, er erkennt die Kante dort an. Das wäre natürlich praktischer, weil dann könnte man wirklich eine... Zwar, klar, würde es ein bisschen nach unten gehen, aber das wäre nicht so problematisch, wenn man dann einen sanften Übergang hätte. Ne? Oder ein sanfter Rennen an der Stelle. So, dann holen wir den Kolben wieder zurück. So, umkehren. Langsam zurück, genau. Ich finde eine langsamere Geschwindigkeit besser als zu schnell, weil gerade wenn irgendwas draufsteht oder sowas, wäre die Beschleunigung dafür dann doch nicht gerade so gut. So, jetzt haben wir, glaube ich, minimale Distanz ein bisschen verändert. Wir machen wieder auf 0. Genau. Sehr schön. Und das sollten wir dann auch auf 0 setzen. Oh, den Motor. Genau, Rotorabstand machen wir mal auf 0 erstmal. Na komm schon, veränder dich ein bisschen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Geschwindigkeit hat. Bremsmoment, Geschwindigkeit. Achso, jetzt dreht er sich zumindest die ganze Zeit. Das will ich ja eigentlich nicht, dass er sich die ganze Zeit dreht. Aber er geht doch nicht weiter nach unten, ne? Er will partout nicht weiter nach unten. Mist. So, wir haben mal die Geschwindigkeit hier auf 0 setzen. Das ist jetzt doof, jetzt kann ich die Geschwindigkeit hier nicht komplett auf 0 setzen. So geht's. Wie machen wir das denn? Ja, der muss auf jeden Fall weiter nach unten. So. Hat er sich jetzt abgesenkt? Schwer zu sagen. Hier wäre jetzt praktisch ja, der Block, ne? Also er senkt sich, glaube ich, doch. Er hat sich abgesenkt. Puh. Wo muss man weiter? Vielleicht haben wir ja Glück. Halt. Motor. Angenehmer wäre es natürlich, das Ganze über das andere zu steuern, aber egal. Nee. Ah, Mist. Also es geht anscheinend doch nicht weiter nach unten. Schade. Nochmal ein letzter Versuch. Und dann, obwohl, nee, weißt du was, wir machen das anders. So, wir sind ja gleich hier. Das heißt, minimale Distanz machen wir mal 2 Meter und sagen wir umkehren. Genau. Mal das Ganze ausfahren. Und dann probieren wir jetzt dann doch das Ganze mit normalem. Also wir versuchen das jetzt einfach über den Kolben hinzukriegen. So, 2 Meter. Okay. Fahren wir den langsam runter dann gleich. Okay. Das heißt, setzen wir hier einen drauf und dann
die 8 hier, genau. Jetzt ein bisschen schweißen, dass man es besser sieht. Okay, wunderbare Nacht. Kurz mal hier für mich. Klar, und so. Nur, dass ich mich draufstellen kann, dass ich von hier aus das Ganze vielleicht ein bisschen. Wobei es so Schwachsinn eigentlich macht es mehr Sinn, das Ganze hier hinzustellen. So, wunderbar. Okay, kurz irgendwie ein kleines Kontrollfeld. Das ist auch nicht gut. Hier, das ist gut. Hoch, runter. Sollte ja nicht so viel an Ressourcen fressen, denke ich. Okay. Ah, wir haben sogar das Eier, frisst wirklich nicht viel. So. Wie stelle ich hier jetzt ein? Ganz großes Kino. Also brauche ich doch wieder ein Kontrollfeld. Das finde ich nicht gut. Also das gefällt mir jetzt schon gar nicht. Aber wenn ich da wirklich ein Kontrollfeld dafür brauche. Naja, probieren wir es einfach mal aus. So, müsste ja dann hier eigentlich angezeigt werden. Ah, das ist okay. Hier kann ich die Knöpfe belegen. Mhm. Das heißt, auf den... Das ist jetzt die Sache, welcher ist was, ne? Welcher davon ist was? Ich glaube, dadurch, dass die eigentlich im Original nach oben unten zeigen, sollten wir es ausmachen. So. Drehen, genau. So. Sieht gut aus. Das ist jetzt echt die Sache, welcher Knopf ist was? Schwieriger Krams hier. Egal. Wir kriegen das schon irgendwie raus. Ich denke, das ist links, oben, unten und rechts. Hier sind sie gleich. So. Wo haben wir den Kolben? Da. So. Machen wir den mal hier hin. Einfach auf den Knopf. Und sagen, verringern minimale Distanz. Ne, einfahren. Einfahren, genau. Das. Der Knopf hier wird ausfahren. Aha. Dann machen wir den anderen mit am besten ausschalten, ne? Ein aus, genau. So. Ah, okay, das sind sie also dementsprechend. Dann hatte ich, glaube ich, sogar recht. So, das ist dann einfahren. Okay, ich muss anscheinend die minimale Distanz verringern. Kolben. Was haben wir da als minimale Distanz? 1 Meter schlag mich tot. Machen wir mal das hier. So, anschalten. Ah, das ist einfahren, okay. Gucken, wie weit er jetzt geht. Das müssen wir gleich mal justieren. So, wie weit ist er jetzt? Mal kurz schauen. Zu weit, da ist er. Mhm. 2 Meter? Echt? Gehen wir auf. So, machen wir das. So, genau. Gut, 1,90 ist er jetzt. Mhm. Okay. Zumindest können wir es darüber auf jeden Fall steuern, dass wir näher rankommen. Das finde ich gut. Das heißt, dann reduzieren wir das mal weiter. Machen wir das mal auf. Genau. 1,60, aber ich denke so 1,40 vielleicht. 1,30 sieht gut aus. Jupp, 1,30 gefällt mir sehr gut. Da haben wir fast keine Kante, also das merkt man mit dem Rover dann gar nicht. Wow, okay. Dann lassen wir uns das mal stehen, dass wir das so als Beispiel dafür haben, wie das so funktionieren soll. Und das heißt, dann hätten wir damit unsere Plattform.
Also die wird nicht gedreht, wenn sie in dieser Position ist. Sie wird nur gedreht, wenn sie nach oben fährt. Das heißt, sie fährt dann halt ein Stück nach oben und dreht sich dann. Einfach halt aus Sicherheitsgründen, ne? Das heißt, können wir gleich mal hier eingeben. Okay, Moment. So. Dann praktisch, Moment. So, maximale Entfernung soll längst nicht so hoch sein. Das heißt, maximale Entfernung machen wir hier auf 2 Meter. Mhm. Genau. Und dann, mal kurz gucken. Geschwindigkeit möchte ich eigentlich nur, dass er so in die Richtung geht. Okay. Gut, und dann haben wir hier noch den Motor. Und den will ich ja eigentlich immer nur, dass er sich um 180 Grad dreht. Das heißt, unteres Limit, Winkelgrenze, wir sind bei 0. Warte mal, wir müssen mal einmal hier die richtige Seite markieren. Das machen wir damit. Genau, damit wir immer wissen, welches ist die richtige Seite. Also praktisch so fährt man dann halt rein. Ne, von hier fährt man dann halt praktisch runter und dann steht hier das Auto. Das ist dann die Rückseite des Autos. Das heißt, die Seite muss dann halt nachher auf der anderen Seite sein. Okay. Das heißt dann, Obergrenze wären 180 Grad. Mhm. Und das Limit wäre dann eigentlich keins. Aktueller Winkel 101, minus 181. Okay. Gucken wir mal, ob das soweit funktioniert. Ich, halt, Geschwindigkeit vom Motor. Sagen wir auch mal so 6. Ja, das müsste eigentlich reichen. Ich will das wirklich nicht zu schnell haben. Im Drehmoment können wir ruhig so volle Power machen. Einfach damit halt richtig Kraft dahinter ist. Wie schnell er beschleunigt. Ja, gut, man könnte es auch eine langsame Beschleunigung machen. Hier ist es sich. Ja, 33 machen wir. Wie viel ist das? 33 machen wir hier ein. 1,5, glaube ich, das sah ganz gut aus. Ja, 1,6, okay, gut. So, sehr schön. Das heißt, jetzt haben wir das. Dann brauchen wir eigentlich unser Kontrollfeld nicht mehr so in der Form. So, warte mal, jetzt müssen wir kurz gucken. Das wäre dann. Das ist Ausfahren. Also Ausfahren? Nee. Das ist Ausfahren. Das ist Einfahren. Also Einfahren ist oben, okay? Müssen wir das gleich mal ändern. So. Einfahren ist also oben, unten, dann geht's links, rechts. Okay, okay, okay. Das heißt, wir tauschen das einfach nur. Das heißt, das hier wird. Ausfahren. Genau, ich bin kurz auf dem Schlauch gestanden. Das wird einfahren, ne? Rauf, runter. So, und an Ausbruch aus nicht schalten, das ist soweit in Ordnung. Dann haben wir hier den Motor. Das heißt. Soll ich überlegen, ob wir das mit dem Drehmoment oder mit der Geschwindigkeit machen wir. Ich glaube so und dann. Wir müssen es mal kurz ausführen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welches davon das war, weil ich glaube, Drehmoment erhöhen. Wir wollen nicht das Drehmoment erhöhen, wir wollen einfach nur die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ist es aber auch nicht. Was war das denn? Ja, davon wollen wir eigentlich die Geschwindigkeit erhöhen. Und das andere wäre die Geschwindigkeit zurücksetzen. Genau. Ja, wobei wir brauchen einen theoretisch noch einen Knopf mehr, sehe ich gerade, ne? Ja, das war Geschwindigkeit wieder zurück, also nicht nur zurücksetzen, sondern halt auch zurückdrehen können. Aber gut, probieren wir es erstmal. So, wir wollen es jetzt erstmal ausfahren. Wunderbar. Dann wollen wir ihn drehen. Ne, Kolben einfahren ist es noch nicht.
Okay, also Motor. Geschwindigkeit erhöhen und Kolben einfahren müssen wir tauschen. Das ist eine komische Konfiguration. Kolben einfahren, also das ist dann. Also links. Und das ist unten. Okay. Das heißt, hier muss einfahren hin. Das ist eine ganz komische Kombination. Also das ist dann echt sehr, sehr seltsam gemacht. Ohne für mich nachvollziehbares Schema. Machen wir verringern. So, eigentlich sollte er nicht weiter drehen. Das sehen wir dann gleich. Okay, und hier ist jetzt einfahren. Genau, einfahren. Und ausfahren, wunderbar, sehr schön. So, wir haben es ausgefahren, wir sind jetzt drauf, also wir sind gerade draufgefahren, die Plattform wurde nach oben gehoben. Und jetzt soll es losgehen, wir möchten, dass sich das ganze Ding dreht. Finde ich nicht gut. Eigentlich sollte der nur bis zu einem gewissen Punkt drehen. Das ist nicht gut. Warte. Motor. Gucken. So. Unteres Limit. Okay. Ich denke, so müsste es jetzt passen. Mal gucken. So. Nur von 0 bis 180 sich bewegt. Ja, genau, so bleibt stehen. Genau, soll sich hier noch einmal rumdrehen. Und dann würde man bei dem anderen Knopf wieder sagen, also den könnte man jetzt durchaus umlegen, man bräuchte gar nicht zu stoppen. Und? Das wieder rausnehmen und dann würde man hier einfach sagen, statt zu stoppen, macht man verringern der Geschwindigkeit. Ja, und da erhöhen. Was hat er denn? Ja, komisch. Okay, und dann machen wir hier verringernde Geschwindigkeit. Habe ich das zurückgesetzt? Ist oder nicht mehr? Ja? Komische Sache, das warum. Will er denn da nicht drehen? Normalerweise sollte es eigentlich dann wieder zurückdrehen. Der Winkel ist 1. Und wir wollen ja eigentlich. Ja, Geschwindigkeit ist auch ein Minus. Aber er macht nicht weiter. Jetzt haben wir Winkel 1. Da muss ich die Geschwindigkeit wieder raufsetzen. Warte, machen wir hier wieder 0. Schau mal, Geschwindigkeit. Ah, okay. Okay. Ja, wir können die Geschwindigkeit hier raufsetzen, ne? Rein theoretisch. Gut, will ich es nicht. Ich glaube, ein Zurücksetzen-Knopf wäre vielleicht auch ganz okay. Dann kann man das so mitmachen, ne? Aber wir haben gesehen, wenn wir die Geschwindigkeit raufsetzen, ganz schön gefährlich. Also am besten betätigt man die nur einmal. Zumindest, das wäre dann jetzt wieder nach links zurück. Also wir sehen, mit diesen beiden Knöpfen funktioniert das wunderbar. 180 Grad einstellen und so haben wir dann unsere automatische Plattform. Sehr schön. Ohne. Na ja, gut, wir brauchen da recht viel Platz. Und dann können wir wieder senken. Dann können wir runterfahren. Sehr geil. Gefällt mir richtig, richtig gut. Dann haben wir da jetzt eine Lösung für gefunden. Alter Schwede, hier geht's aber auch ganz schön mit den Viechern, ne? Ja. Ah, die wissen jetzt, dass wir die legendäre Plattform gebaut haben. Also, sie wird legendär werden, aber. Man muss sich erstmal gewöhnen, dass man hier epische Dinge schafft. Finde ich auf jeden Fall gut. Das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. So. Das beiseite packen. Machen wir uns gleich noch die restlichen. Ja, es sind so viele. Das sollten wir lieber mitnehmen. Wäre sonst schade drum an der Stelle. Ja. Das waren schon mal 10 Blöcke wieder, ne? 10 Blöcke, die uns fehlen sonst bei der Plattform. Ach, jetzt ist er weg. Oh, schade. Naja, egal, nicht ganz so wichtig. Da hinten liegt nichts, ne. Gut, das heißt, wir reißen jetzt die Wände raus, bauen das hier um. Ja, oder? Ah.
müssten wir eigentlich, ne? Na doch, brauchen wir wirklich. Können wir stückchenweise umbauen, wenn die Plattform fertig ist. Ha. Naja, oder? Oder wir bauen. Ich muss kurz gucken. Ja, hier das hier ab. Wie breit wäre die denn? Mal gucken, wir haben hier. Ah, 4 müsste die schon breit sein. So, wir haben eine ungerade Zahl, ne? Wir haben eine ungerade Zahl. Wir haben, glaube ich, 5 hier. Das heißt, müsste man es wirklich so breit machen wie das Tor. Das heißt, hier 5. Aber dann hier 5 zu machen. 1, 2, 3, 4, 5 wäre das. Das heißt, die Wand müsste sowieso raus. Und dann wäre das hier, wäre dann schon so einer von diesen Blöcken, die halt so teilweise nach unten geneigt sind. Und hier wäre dann schon die Schräge. Puh. Ja, und oder wir setzen noch eins weiter rein, weil wegen dem Sensor. Ich will den Sensor ja hier lassen. Dass hier dann erst diese Blöcke sind, ja. Das macht Sinn. Puh. Wie am besten machen? Ja, am besten wirklich jetzt abbauen und das. Oder wir nehmen ein Schiff und heben das Ding an. Was, glaube ich, das Ding dann aber killen wird, denke ich mal. Ah, schwierig. Na gut, aber zumindest wissen wir jetzt, wie es weitergeht. Mal gucken, vielleicht werde ich das schon mal vorbereiten für nächste Woche fürs Let's Play. Dass ich das schon mal so offscreen vorbereite, dass wir das soweit dann aussehen, weil es ziemlich viel Arbeit ist und ziemlich hoher Aufwand. Ich werde es dann vielleicht nebenbei ein bisschen aufnehmen, dann im Zeitraffer mal so unter der Woche ein paar Sachen zeigen oder nächstes Mal mit einem kleinen Kommentar versehen, mit dazuschalten. Aber ich denke, das mache ich mal so abseits der Folgen und reiche das dann entsprechend nach. Na gut, dann will ich mich erstmal wieder verabschieden. Ich hoffe, das hier hat einen guten Einblick gegeben, was man alles machen kann. Das ist wirklich Wahnsinn. Du hast unendlich viele Möglichkeiten, kannst sehr, sehr komplexe und coole Sachen basteln, wie wir ja schon gesehen haben. Und das geht ja alles noch schlimmer und krasser. Okay, dann soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis dahin, euer Mr. Zocker.